Ein Glück. Aber es klingt schon wütend. Das Böse ist in dieser Welt. Macht es die ganze Welt kaputt, ja, Huhn? Follow me. I follow Chicken Deepsea Gehege. I follow Chicken. So, komm. Alter. Okay, das war jetzt wirklich ertragreich. Du und du. Gar keins? Das enttäuscht mich wiederum. Ich habe so das Gefühl, die wollen hier durch. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Das. Und ich hoffe, das hilft. Jetzt ist es zwar lange nicht mehr so schön. Aber wenn das die blöden Hühnchen im Zaume hält. Boah, ich habe voll die geile Idee. Wenn ich dann hier die drauf mache und dann kann ich hier drauf gehen immer. Kann die alle fortpflanzen und die ganzen Eier einsammeln. Kann ich auch auf dem Zaun laufen. Alter, das ist voll die geile Idee und dadurch hauen die Hühnchen auch nicht mehr ab. Außer, ich vergesse das. Alter, das war jetzt richtig geil hier. Ich mache dann einfach da an die Seite eine Leiter, die ich mal eben kurz machen werde. Ach, ich habe sogar genug. Eins? Ich meine drei. Komm. Sechs Leitern. Und das ist schon wieder. Ist das Hühnchen gerade ausgebrochen? Oder kommen die hier durch die Tür? Alter, das soll mir jetzt mal einer erklären. So. Ja, ich bin verwirrt. Oh, ich sollte schlafen gehen. Naja. Immerhin konnten wir uns wieder Zeug für ein Brot zusammensuchen und haben eine Menge Holz wieder mal gefarmt. Den ich brauchen werde, um das zu machen. Um das zu machen, um dann das machen zu können. Und dann letztendlich das machen zu können. Ich habe jetzt in meinem Kopf aufgezählt, was ich so alles noch machen werde, ja. Aber erstmal gehen wir schlafen, bevor die Monster spaffnen. Spaffnen. Bevor die Monster spaffnen. Ein Glück nicht laggy, ne? So. Nein. So. Genau. Das war so. Also werde ich das... Perfekt. Hat mein Handy gerade vibriert? Nö. Aber ich werde jetzt vielleicht... Erkennt ihr schon, was das wird? Oder vielleicht auch nicht? Ja, ich mache Kohle. In der Tat. Und ich hoffe, genug Kohle. Ich meine, Bäume können wir uns immer anbauen und ich meine, das ist eine der besten Kohlequellen, die es so an sich gibt. Den werde ich jetzt erstmal in Ruhe rödeldödeln lassen. Wie viel Sand haben wir denn noch? 53. Reicht das? Wir können so ein bisschen Sand mal wegspringen mit Schwarzpulver. Das brauche ich erstmal gar nicht. Was ich machen werde, ist erstmal... das.
ich könnte mir jetzt so... Wo habe ich eigentlich mein Handy hingelegt? Ah ja, genau. Akku ist leer und liegt unten im Wintergarten. Klasse. Was kann ich denn nebenbei machen? Genau, das ist es. Ich lese nebenbei in meinem Diktatbuch vor, gleich während ich unten so ein bisschen abbauen werde. Obwohl, nee, erstmal mache ich mir hier ein neues Bröt. Werde ich das schon snacken? Ich weiß nicht, das füllt drei Dings auf, ne? Drei Hungerbalken, dann werde ich noch ein bisschen warten. So. Mal gucken. Nee. Also ich habe hier halt gerade so ein paar... Lol. Oh. Ein paar Schulbücher neben mir liegen. Die ich gerade so durchblättere, um irgendwas Interessantes herauszufinden. Oh, ein Buch über Grammatik. Mhm. Ist leider nichts Interessantes dabei, so. Bisher. Schade. Ich habe gedacht, ich kann euch jetzt hier mit großem Wissen belehren. Was leider nicht der Fall ist. Schlagartige Stille. Lol. Das Inventar ist voll. Achso, okay, ich wollte mich schon beschweren, wo die Musik hin ist. Das war doch der Dschungeltrack, den will ich nicht. Nein, weiter. So. Passt perfekt. Es war klar, dass da noch welche liegen. Ah, jetzt geht's natürlich wieder nicht auf. Hammer. Hammer geil. Oh, ich sollte mal das Brot essen. Schade. So. Ah, Katze regt mich auf. So. Den Schnee werde ich, glaube ich, erstmal hier rein tun. Die Leitung können wir hier hin pflanzen. Wie sieht's denn aus? Sieht sehr gut aus. So. Der eine Kohle, da muss noch weg. Was kann ich noch so lange tun? Ich weiß, was ich jetzt tun werde. Ich werde erstmal... Ja, das wird ein bisschen viel. Mist, das wird zu viel. So, ich werde mir erstmal ein paar Stickies machen. Davon mal, ja, drei Schaufeln. Die ausnahmsweise mal nicht für Schnee abnutzen, sondern ich werde mal in unsere tolle Wüste gehen und dann noch ein bisschen Sand farmen. Wie steht die Sonne? Ah, okay. Ja, dürfte noch ein bisschen reichen. Boah, die Höhle da auch sieht auch interessant aus. Wären da nicht die ganzen Monster drin. Mal gucken, was erspähen wir denn dort? Lol, das Gehirn. Creepers ohne Ende. Zombies, Spinnen, oh Mann. Und Skelettons. Schön, dass wir die auch direkt unter uns hören. Die Oktopus sehen auch gut aus. Wie auch immer der Plural von Oktopus ist.
Oh mein Gott, meine Katze hat hier gerade irgendwie voll den Anfall und ist sowas von auf Speed oder sowas. Ich weiß auch nicht, was hier jetzt gerade mit der los ist. Auf alle Fälle dreht die gerade voll am Rad. Ist ja auch Sandstein, wie in normalen Wüsten. Naja, ich werde erstmal ein bisschen farmen. Hallo, sammle doch ein. Plopp. Hier haben wir auch schon angefangen, wie ich gerade sehe. Oh mein Gott, meine Katze spielt hier unter mir mit meinem Kopfhörerkabel. I'm not amused. Mr. Cat. Ja, ich weiß, dass du ein Mädchen bist, aber ich nenne dich trotzdem Mr. Cat. Weil Lady Cat klingt irgendwie uncool. Katze, jetzt geh doch mal weg. Das hält man ja zum Lebtag nicht aus hier. Mann, Mann. Alter, die Katze hat gerade sowas von eine Störung. Der Track klingt witzig. Ist das der perfekte, enthusiastische, Sandabbau-Song? Damit wird die erste Schaufel weg. Ich würde es, glaube ich, so machen. Das wird dann auch eine interessante Insel. Die besteht dann letztendlich, glaube ich, dann nur noch aus Stein. Ja, ich habe, ich weiß nicht, sollte ich schon spoilern? Nee, werde ich nicht. Auf alle Fälle habe ich ja, ich habe ja jetzt Alien durch und ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt anstelle von Alien jetzt halt als Hauptprojekt anfangen werde. Also momentan ist ja das hier noch irgendwie mein Hauptprojekt, obwohl ich das hier eigentlich ja nur so gern als Nebenprojekt hätte, ehrlich gesagt. Genauso wie momentan SpongeBob. Obwohl, nee, inzwischen, wenn die Folge hier draußen ist, müsste ich SpongeBob schon durch haben. Ja, okay, dann kann ich sagen. Ich weiß auch schon, was ich jetzt anstelle von SpongeBob spielen werde. Hahaha, da habe ich nämlich noch ein tolles Spiel bei mir zu Hause gefunden. Oh mein Gott, was geht denn mit der Katze, ey? Und ich glaube, wir müssen schnell wieder zurück. Oh ja. Ich sollte mich beeilen. Aber ich will nicht rennen. Okay, ich werde rennen. Es ist schon viel zu dunkel. Ist mir jetzt egal, wenn mein Essen da drauf geht. Hauptsache, ich gehe dabei nicht drauf. Oh man, das ist auch schon der erste Zombie. Oh Mann. Oh Mann. Ah, die Katze, ey. Was, womit spielen die da? Ja, gibt's doch nicht. Noch sind die keine Monster, aber die könnten jeden Moment da sein. Lauf. What the fuck? Geh rein! Ah, ist scheiße. Zumindest haben wir jetzt wieder was zu essen. Ja, und Sand haben wir auch erstmal genug.